Das Importieren von bibliografischen Metadaten ist sehr hilfreich, aber noch praktischer ist es, diese Angaben gleich in Zotero mit den dazugehörenden Volltexten zu ergänzen. Das geschieht oft automatisch, wenn bibliografische Angaben mit dem Browser-Connector aus dem Web übernommen werden und man dort Zugriff auf die Volltexte hat, beispielsweise von Verlagsseiten her. Wenn man Volltexte von Verlagsseiten herunterlädt und dann die PDF-Datei aus den Downloads in Zotero hineinzieht, erstellt Zotero automatisch einen übergeordneten Eintrag zur PDF-Datei und ändert auch den Dateinamen automatisch. Dies gehört zu den Grundeinstellungen in Zotero. In diesem Fall konnten passende Daten abgerufen werden. Aber das funktioniert nicht immer. Auch hier wird ein Volltext online geöffnet und direkt über den Browser-Connector importiert. In Zotero wird jedoch nicht automatisch ein übergeordneter Eintrag erstellt, weil Zotero keine passenden Daten abrufen konnte. In diesem Fall muss die PDF-Datei manuell dem bereits bestehenden, passenden Eintrag angehängt werden. Wenn noch kein passender Zotero-Eintrag existiert und auch keiner automatisch erstellt wird, kann mit einem rechten Mausklick und der Option Übergeordneter Eintrag erstellen ein Eintrag generiert werden, in dem entweder ein Identifikator wie eine ISBN oder DOI eingetippt wird oder in dem die nötigen Angaben manuell ergänzt werden. Vorsicht bei PDF-Importen! Für das spätere Zitieren ist es wichtig, dass PDF-Dateien einem vollständigen bibliografischen Zotero-Eintrag zugeordnet sind, weil aus den Angaben, die beim PDF selbst hinterlegt sind, kein korrektes Zitat generiert werden kann. Es sollte also immer der bibliografische Zotero-Eintrag und nicht ein importiertes PDF zitiert werden. Ein PDF ist korrekt einem Eintrag zugeordnet, wenn beim Eintrag der kleine Pfeil zum Auf- und Zuklappen erscheint. Normalerweise wird die Benennung einer PDF-Datei automatisch angepasst. Falls nicht, kann die Datei hier manuell umbenannt werden.